adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Servus Jungs, was geht ab und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem weiteren Video auf Foodlovers. Heute startet das Team of the Season endlich so richtig. Es gibt die ersten Team of the Season Rewards. Und ja, Jungs, was würdet ihr da am liebsten erreicht haben am Wochenende? Natürlich Elite. Ja, auch ich habe es nicht erreicht. Und genau aus diesem Grund habe ich mir heute die Jungs von Wannabe Esports, von meinem kleinen Esports-Team, eingeladen. Und wir werden heute Elite 1 Rewards öffnen. Garantierte Tots-Packs, eine Menge Picks. Und ich bin auf jeden Fall mega hyped, was da rauskommen wird. Wie immer könnt ihr bei diesem Video natürlich kommentieren, was ihr bereits aus den Rewards gezogen habt. Und falls ihr euch fragt, wann meine Rewards auf diesem Kanal zu sehen werden, dann unbedingt am Samstagmorgen, 10.30 Uhr, zusammen mit um die 150 Premium Upgrade SBCs zum Premier League Team of the Season, gibt es einen dicken, dicken Packstream vom Team Foodlovers, Jungs. Samstag, 10.30 Uhr, müsst ihr unbedingt am Start sein. So, Jungs, wir sind hier auf dem ersten Account angekommen. Der liebe Julian hat Elite 1 geholt. Checkt ihn auf jeden Fall gerne auf Instagram ab. Habe ich unten verlinkt hier. Und wir starten direkt rein mit grandiosen Elite 1 Rewards, Jungs. Rewards, die ich mir wahrscheinlich selber nie erspielen werde. Wir gehen direkt rein. Casemiro ist da und Busquets. Ah, Casemiro ist jetzt nicht der spielbarste. Wir wissen alle, das sind Elite 1 Spieler, die haben krasse Teams. Er geht mit Rating, er geht mit Busquets. Es muss sich steigern. Ein Gomez will ich eigentlich schon sehen. Gomez, Zaha oder Anderson will ich aus den Rewards, die wir heute sehen, schon ziehen. Pereira, wobei auch er hat, glaube ich, nur 3 Sterne. Schwacher Fuß. Er wird ihn wahrscheinlich nicht einbauen. Nächster Spieler, dritter Pick. Letzter Pick, komm schon. Oh, die Picks sind nicht gut. Die Picks sind für einen Elite 1 Spieler, die sind, glaube ich, nicht gut, Jungs. Er geht mit Mitrovic. Ich glaube, das war einfach dreimal Rating, Jungs. 3 Team of the Season, Jungs. 3 Stück. Wir gehen rein. Bring uns den Gomez, den Zaha oder den Anderson. Das muss eigentlich jetzt scheppern, ja? Oh Gott, ist es safe? Komm schon, England. Belgien, wer ist das? Torwart, nein. Courtois, wobei das ist, glaube ich, ein 93er, ne? 93er Courtois. Da kann noch einiges hinter sein, aber Courtois an sich schon mal nichts wert. Wir brauchen Minimum mal einen Simon oder sonst jemand, der mindestens 200k wert ist. Courtois ist nicht der Beste, Freunde. Courtois ist leider nicht der Beste. Oh mein Gott, oh nein, das ist ein absolutes Schmutzpack, Jungs. Ach du Scheiße. Da ist kein Spieler über 100k wert, oder? Courtois, glaube ich, 90, 80 rum. Der kostet 60. Der kostet 40. Zweites Community-Totback. Es muss besser werden als das erste. Das erste war nicht gut. Aber wenn jetzt ein Gomez kommt, dann ist alles vergessen, Freunde. Komm schon, gib mir England oder Zaha oder sonst wen. Spanien, das ist wahrscheinlich Busquets. Oh, der ist auch nichts wert, Jungs. Aber wieder 93. Ich weiß nicht, ob da noch was hinter sein wird dieses Mal. Ganz, ganz schwieriger Hase hier. 93er Busquets, auch er wird, denke ich mal, maximal so 60.000, 70.000 wert sein. Das ist nicht unbedingt gut. Simon dahinter. Immerhin ein Spieler. Ich glaube, der kostet an die 200k. Das ist in Ordnung, dieses zweite Pack hier. Kostet über 200k. Das ist ein gutes Pack. Das ist immerhin das zweite, das relativ gut ist. Ja, Gulagi wird nichts kosten. Ich denke mal, ja, wie viel haben wir rausgemacht? Um die 500, 600k wird er am Ende rausbekommen haben. Ob er damit zufrieden ist, ich weiß es nicht. Ich werde gleich mal mit ihm sprechen. Das waren auf jeden Fall die ersten Elite 1 Rewards. Werdet ihr damit zufrieden? Elite 1 definitiv eine geisteskranke Leistung. Diese 6 Tots hat er bekommen. Die roten Tots kann er alle nicht gebrauchen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei den zweiten Elite 1 Rewards dieses Tages gleich wieder. So, Jungs. Wir sind hier jetzt auf dem Account von Luke. Luke Wannabe, checkt ihn auf jeden Fall auch auf Instagram ab. Ist, wie gesagt, verlinkt. Auch er hat hier eine grandiose Leistung. Er hat auch schon ein paar Mal Top 100 mit 30-0 dieses Jahr geholt. Also auch Luke ein extrem kranker Spieler. Ich würde ihm auf jeden Fall was Gutes gönnen. Freunde, es ist schon mal Julian Brandt und er ist Dortmund-Fan. Das wird ihm wahrscheinlich schon mal, zumindest aus dieser Hinsicht, gefallen. Julian Brandt, der erste, kommt Joe Gomez hinterher. Courtois. Oh.
93er Kut war jetzt auch nicht so gut. Auch schon einen dicken Pull brauchen wir. Oh, Thiago. Okay, also auch diese Picks. Er wird wahrscheinlich keinen spielen. Julian Brandt wird ihm wahrscheinlich gefallen, weil er halt Dortmund-Fan ist. Aber für sein Team wird er da niemanden gebrauchen können. Wie gesagt, ich habe auch gerade nochmal mit Julian geredet. Er fand seine Packs gar nicht so schlecht jetzt, weil er eben jetzt Team of the Seasons bekommt statt den Team of the Week Moments. Ja, und das Team von Wannabe spielt einfach das ganze Jahr über durch. Und jetzt sind natürlich vergleichsweise hier die Packs zum Tots deutlich besser, auch wenn nur schlechte Tots rauskommen, weil man natürlich viel mehr Coins macht. Das stimmt auf jeden Fall. Aber dennoch kann man natürlich hier vielleicht den ein oder anderen kranken Tots ja mitnehmen, ja? So, Freunde, also ich darf auf jeden Fall alle Packs aufmachen. Ich habe jetzt hier auch den Controller in der Hand, Kappa. Und, let's go. 100k Pack. Wir gehen rein, ja? Wir gehen rein. Und vielleicht ziehen wir auch hier schon mal den ersten Tots. Wäre ja ganz geil. Och, mein Gott. So, Freunde, zweites 100k Pack. Mal sehen. Mal sehen. Komm schon. Ich wäre für ein Team of the Season. Walkout immerhin. Okay. Komm schon. Neymar jetzt aber. Nein. Ah, das bringt halt alles kaum Coins mehr, ne? Thiago Silva, 87er. So, Freunde. Community. Team of the Season Pack. Elite 1 Rewards. 3 Stück. Können wir den Simon toppen? Ich weiß es nicht, Jungs. Wir gehen rein. Erstes Pack, Freunde. Erstes Pack. Let's go. Gib uns einfach diesen Gomez, diesen Zaha oder diesen Anderson. Komm schon. Brasilien. ZDM. Fernandinho. Okay, Fernandinho ist, glaube ich, nicht schlecht. Ich glaube, der kostet seine 200k, wenn ich mich nicht komplett täusche hier. Es ist allerdings nur ein 91er, also ich weiß nicht, wer da noch hinter sein kann. Simon auf jeden Fall. Ich glaube aber, Fernandinho kostet zumindest schon mal, ja, 200k um den Dreh rum, ja. Also so schlecht ist das, glaube ich, jetzt gar nicht. Wir schauen uns einmal kurz an, wer dahinter ist. Oh mein Gott. Es sind die zwei schlechtesten 88er dahinter. So, letztes Community Tots Pack, Freunde. Das erste war nicht so schlecht. Das zweite könnte aber vielleicht nochmal ein Tick besser werden, Freunde. Puh, let's go, komm schon. Toppen wir den Fernandinho, Freunde. Komm schon, England. Nein, das ist safe Busquets, oder? Busquets 93er. Dieses Mal haben wir zwar das Rating mit 93, aber der kostet, glaube ich, 70k. Also, Busquets sicherlich kein guter Spieler. Vielleicht nochmal ein Fernandinho hinter. Vielleicht nochmal ein Fernandinho hinter. Vielleicht nochmal ein Fernandinho hinter. Wen haben wir dahinter? Es ist Fernandinho. Auf Ansage den doppelten Fernandinho, Freunde. Und das ist in Ordnung, glaube ich. Das sind, glaube ich, 600k, die wir dadurch locker machen durch diese Packs hier. Gulati kostet ja nichts und Busquets kostet, glaube ich, ja, also 80.000 Münzen. Also das müssten fast 600.000 oder über 600.000 sogar gewesen sein, da wir den Fernandinho gezogen haben. Das ist, denke ich, in Ordnung. Ich werde gleich nochmal mit Luke reden, aber ich glaube, da müsste er mit zufrieden sein. 12 seconds later. Okay, Jungs, also wir sind jetzt hier nochmal auf dem zweiten Account von Luke. Der hat da einfach mal kurz noch Elite 3 geholt. Wir machen die Picks jetzt auf. Er meint aber, wir dürfen nichts Gutes ziehen, weil das ist ja natürlich nicht sein Hauptaccount. Also mal sehen. Wenn jetzt Gomez kommt, dann keine Ahnung. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, Rating passt schon mal, aber. Komm schon. Oh, let's go, Junge, wir ziehen dreimal Fernandinho. Niemals. Zu geil. Als ob, ey. Hör mir auf. Und Fernandinho rettet halt das dritte Pack, das gibt's nicht, ey. So, Jungs, wir sehen jetzt bei den 14 Elite Rewards. Dieses Mal vom lieben Marvin aus dem Wannabe Esports Team. Auch er hat Elite geholt. Elite 2 ist es dieses Mal, glaube ich. Und wir werden natürlich auch hier die Rewards von ihm öffnen. Bisher muss ich sagen, war es auf jeden Fall stabil, ja? Also, man kann sich kaum beschweren. Ich habe jetzt auch mit Luke nochmal geredet und er war mehr als zufrieden. Also, ich meine, mit dreimal Fernandinho kann man auf jeden Fall gut leben.
Und ich würde sagen, genau in diesem Fahrwasser können wir mal weiterfahren. Elite 2. Ja, mal sehen, ob wir noch einen richtig krassen Pick fürs Main-Team haben. Das haben wir bisher, glaube ich, ja noch nicht geschafft. Mal sehen, ob der Gomez einmal kommen wird. Ach du Scheiße. So, zweiter Pick. Leno Busquets und Courtois. So, letzter roter Pick für dieses Video. Es ist nochmal 2,93er. Ich denke fürs Rating okay, aber spielbar sieht da eigentlich keiner aus. So, und während Marvin hier noch ein paar kleine Packs öffnet, wenn euch dieses Pack-Opening hier zusammen mit dem Wannabe Esports Team gefällt, wenn ihr Bock habt, dass wir das jetzt jede Woche ca. 13.30 Uhr hier auf meinem YouTube-Kanal bringen und später dann natürlich meine Rewards noch streamen, dann lasst hier auf jeden Fall gerne mal einen dicken Daumen auf diesem Video da, Jungs. Wir haben heute 4 Elite Rewards, die gar nicht mal so schlecht waren. Also wenn ihr diese Serie feiert und vielleicht auch mal Top 100 Rewards sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall hier gerne mal einen Daumen da. Zeigt uns, dem gesamten Wannabe Esports Team, dass euch das Ganze gefällt und checkt auf jeden Fall hier alle drei Jungs, Marvin, Julian und Luke, auf jeden Fall aus. Die sind unten direkt verlinkt. Ich schreibe euch auch dazu, von wem die ersten, zweiten, dritten Rewards sind. Und dann lasst gerne mal auf Instagram, auf Twitter ein bisschen Liebe für die Jungs da und supportet die. Auf jeden Fall richtig starke FIFA-Spieler. Die haben den Support definitiv verdient. So, Freunde. Ich glaube, es ist jetzt soweit. Das letzte Community Team of the Season Pack geht auf. Können wir die ersten toppen hier? Natürlich ist es wieder ein Walkout. Komm schon. Brasilien. Das ist Felipe Anderson. Und das ist einer der Top 3 Community Team of the Season Spieler. Let's fucking go. Im allerletzten Community Team of the Season Pack holen wir Felipe Anderson. Und es ist einer der besten. Ich glaube, das ist der drittwertvollste Spieler, den es hier zu ziehen gibt. Oder vielleicht sogar der zweitwertvollste. Zusammen mit Zaha. Was ein letztes Pack hier. Ist noch irgendeiner dahinter? Es ist keiner mehr dahinter. Aber Felipe Anderson bringt satte 700k. Geisteskrankes Pack hier zum Abschluss. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde. Ich bin ehrlich, ich habe nicht mehr damit gerechnet. Wir haben ja jetzt 6 Team of the Season Packs aufgemacht. Und das letzte gönnt extrem. Let's go. Ich würde sagen, das ist das perfekte Ende für dieses Video, Jungs. Danke auf jeden Fall für euren Support. Lasst gerne einen Daumen hier auf diesem Video da. Wie gesagt, wenn ihr mehr von den Wannabe Esports Rewards sehen wollt, checkt auf jeden Fall die Jungs ab. Wie gesagt, die sind da unten verlinkt. Lasst ein bisschen Liebe da, damit wir die Rewards die nächsten Wochen auch von ihnen gesponsert bekommen. Und dann würde ich sagen, Jungs, bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schreibt mir in die Kommentare, wen ihr da draußen in den Rewards gezogen habt. Und ich bin raus, Jungs. Wir sehen uns Samstag, 10.30 Uhr im Stream mit meinen Packs. Let's go. Bis dann und ciao.